Willkommen zum nächsten Video der Berufsschule 7. Und zwar, wir sind bei der KI-Reihe, und zwar bei der Einführung von der künstlichen Intelligenz und wollen uns heute mal um die Delta-Lernregel kümmern. Also unsere erste Regel, die wirklich dazu geeignet ist, dass unser neuronales Netz selbstständig lernt. Wir haben schon sehr viele Vorarbeiten geleistet. Wir haben uns die Neuronen gebaut, wir haben die Vernetzung gebaut, wir haben gesehen, was Bias ist. Wir haben das so weit zusammengebastelt, dass wir ein neuronales Netz mit zwei Eingängen und einem Ausgang realisiert haben und haben versucht, jetzt eben grafisch oder optisch die Gewichtswerte zu suchen. Und hier versuchen wir jetzt mal, die Gewichtswerte eben automatisch zu erlernen. Und dazu brauchen wir jetzt eine Lernregel, und das ist die Delta-Lernregel. Das ist die grundlegendste Lernregel, die wir in neuronalen Netzen finden. Zielgruppe, wie immer, 12. Klasse und alle KI-Interessierten. Beim letzten Mal haben wir uns genau diese Verlustfunktion angeguckt und haben ja festgestellt, dass wir eigentlich hierhin wollen, dass wir unsere Gewichte W1 und W0 so einstellen wollen, dass eben diese Verlustfunktion minimal ist. W2 haben wir beim letzten Mal festgehalten auf dem Wert, ich glaube minus 3 war das, einfach damit wir das grafisch hier besser darstellen können. Aber normalerweise müssten wir den W2 auch hier mit eintragen, wenn es denn grafisch ginge. So, und heute soll es darum gehen, wie wir diesen Punkt nicht optisch oder durch Probieren rausfinden, sondern mathematisch durch eine Optimierung. Das ist das Ziel dieses heutigen Videos. Schauen wir uns die Mathematik hinter diesem ganzen Konstrukt nochmal an. Unser Ausgangssignal des Neurons und somit auch das Ausgangssignal des gesamten Netzwerkes, weil wir ja nur ein Workerneuron haben, ist ja die Aktivierungsfunktion mal die gewichtete Summe der Eingangssignale der Kanten. Ja, wenn wir mehrere Layer hätten, dann wären das ja die klein a-Werte von den vorausgegangenen Neuronen. Aber ich nenne es jetzt hier mal x, weil wir immer als Eingangssignal das x getauft haben. So, das ist jetzt mein Ausgangssignal dieses Neurons oder auch des gesamten Netzwerkes. Und der Fehler wird jetzt berechnet, indem ich jetzt was abziehe oder indem ich jetzt dieses Signal, das da rauskommt, vom Sollwert abziehe. Also a-Dach minus klein a, also minus diese Aktivierungsfunktion, diese gewichteten Eingangswerte, ist der Fehler. Ja, und ich gehe jetzt einfach mal von der Situation aus, x0 gleich 1, x1 gleich 0 und mein Sollwert ist dann 1. Also 1 minus dem Ausgabewert meines neuronalen Netzes ist der Fehler von diesem gesamten neuronalen Netz. Auf diese Verlustfunktion mit der Quadrierung verzichte ich jetzt hier, weil ich jetzt durchaus die Vorzeichen noch nachvollziehen möchte. So, der Vereinfachung oder der Einfachheit halber mache ich jetzt einfach Folgendes. Ich nehme die Identitätsfunktion. Das werden wir nachher dann nochmal rausschmeißen. Also das heißt, diese Vereinfachung wieder rückgängig machen. Aber jetzt für diese Erklärung nutze ich jetzt einfach die Identitätsfunktion. Und die ist ja so definiert, dass mein Ausgangssignal einfach gleich dem Eingangssignal ist. Also ich leite es einfach durch und kann somit einfach das f weglassen. Ja, das ist eine Vereinfachung, aber die hilft jetzt einfach für die Vorstellung und nur darum soll es ja hier gehen. Also wir wollen jetzt hier keine mathematischen Beweise führen, sondern einfach nur ein Gefühl dafür bekommen, warum das alles eigentlich funktioniert. So, und jetzt gibt es folgende Situation. Wenn ich einen Fehler habe, dann ist er entweder größer 0. Und woher kommt nochmal der Fehler? Aus a-Dach minus dem Ausgangssignal von meinem neuronalen Netz. Das heißt, wenn der größer 0 ist in unserem Fall, also 1 minus irgendwas ist größer 0, dann ist der Wert offensichtlich zu klein. Ja, beispielsweise, es kommt nicht die 1 raus hinten aus meinem neuronalen Netz, sondern die 0,7. Also 1 minus 0,7 ist 0,3, was größer 0 wäre. So, und jetzt mache ich noch eine Vereinfachung. Und zwar, wir haben ja im letzten Video gesagt, dieses W2, diesen Bias, den halten wir jetzt mal fest, damit wir das ein bisschen schöner sehen und eben dreidimensional zeichnen können. Und genau das mache ich jetzt auch. Ich sage, W2 passt schon, das ist schon optimal. Und W0 muss ich jetzt einstellen, okay, darum geht's. Und W1 muss ich nicht einstellen, weil durch mein X1 gleich 0 wird
die Gewichtung von W1 irrelevant. Ja? X1 mal W1 ist ja 0 mal irgendein Gewicht, also kann ich mit W1 nichts ausrichten. Das heißt, ich achte jetzt momentan nur auf X0 mal W0. Das ist jetzt sozusagen die Größe, die mich interessiert. Alle anderen kann ich jetzt einfach nicht einstellen. So, und wenn jetzt mein Fehler größer 0 ist, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass mein x0 mal w0 zu klein ist. Haben wir gerade gesagt, dass mein Ausgangssignal zu klein ist. Und wenn ich weder w1 noch w2 anpassen kann, dann muss ich zwangsläufig w0 anpassen. So. Jetzt gibt es noch die andere Möglichkeit, dass mein Fehler kleiner 0 ist. Und das würde dann im Umkehrschluss bedeuten, dass mein x0 mal w0 zu groß ist, weil mein Ausgangswert zu groß ist. Ja, also ganz billige Überlegungen. So, die Konsequenz daraus ist jetzt, wenn mein w0 zu klein ist, dann müsste ich streng genommen irgendein Delta hinzufügen, damit mein neuer Wert besser ist. Ja. Wenn mein W0 zu groß ist, muss ich irgendeinen Delta-Wert abziehen von meinem aktuellen, von meiner aktuellen Variable, in dem Fall W, damit mein Fehler entsprechend sich auch verringert. Ja? Das heißt, dass mein Fehler in Richtung 0 geht. Das war ja die Idee. So, das heißt jetzt im Umkehrschluss, dass ich wiederum sagen muss, mein neues W0, also das W0, was ich nach diesem Iterationsschritt haben möchte, ist mein altes W0. Plus ein Delta. Und dieses Delta ist jetzt entweder positiv oder negativ. Ja, also wenn mein x0 mal w0 zu klein ist, müsste ich was hinzuzählen. Wenn mein x0 mal w0 zu groß ist, müsste ich was abziehen oder was Negatives hinzuzählen. Ja? So. Und jetzt könnte ich auf die Idee kommen, dass ich sage, ja, Moment. Dann könnte ich ja einfach mein Fehler, mein Delta hinzuzählen. Weil wenn mein W0 mal X0 zu klein ist, dann muss ich was Positives hinzuzählen und es ist zufällig genau der Fehler. Wenn mein X0 mal W0 zu groß ist, muss ich was Negatives hinzuzählen und das ist wiederum der Fehler. Das heißt, wenn ich jetzt den Fehler einfach zu meinem oder als mein neues Delta oder mein Delta für die Berechnung des neuen Gewichts verwende, dann müsste eigentlich passen. Jetzt kommt wieder ein kleines Aber. Was ist denn, wenn dieses Signal, das ich mit meinem Gewicht multipliziere, dieses x0 in dem Fall, oder das Ausgangssignal des vorausgehenden Neurons, wenn das negativ ist, dann dreht sich ja das Vorzeichen um. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, dass sich das Vorzeichen von meinem Delta W0 neu auch umdreht. Und das mache ich einfach, indem ich diesen Wert dort einfach hinzumultipliziere. Gut, jetzt wäre ich eigentlich soweit fertig. Jetzt kann ich aber noch sagen, ja, nicht ganz, weil es gibt noch ein kleines Problemchen. Und zwar diese Größen. E ist ja einfach ein Fehler. X ist einfach nur das Eingangssignal. Und es hat jetzt streng genommen mit dem Gewicht nichts zu tun. Das heißt, dieses Gewicht ist ja einfach nur, wenn ich Einheiten nehmen würde, wäre es eine ganz andere Einheit. Und wer sagt mir denn, dass die Größe des Fehlers mal diesem Eingangswert in die Kante, wenn ich die miteinander multipliziere, die Veränderung genau im richtigen Verhältnis durchführt? Vielleicht ist die Veränderung viel zu groß oder zu klein. Also füge ich einfach noch hier so einen Anpassungsfaktor mit rein. Das bestimmt mir einfach nur die Geschwindigkeit, mit der sich diese neuen Ws eben hin und her bewegen. Ja, also die Größe von Delta W0 wird an der Stelle sozusagen bestimmt. Und das ist die Lerngeschwindigkeit. Und das finden wir tatsächlich bei allen neuronalen Netzen. Jetzt ist die Frage, ich habe ja meine Identitätsfunktion angenommen. Ja, und die Identitätsfunktion ist ja eine Vereinfachung gewesen. Und streng genommen, wenn man das jetzt wirklich mit Sigmoid und allen anderen Elementen oder allen anderen Funktionen für die Aktivierungsfunktion verwenden würde, würde es tatsächlich mehr oder weniger funktionieren. Nicht optimal, aber es würde gehen. Es würde aber nicht gehen, wenn ich eine Aktivierungsfunktion hätte, die irgendwo fällt. Und genau das müssen wir jetzt auch nochmal fixen. Wir brauchen sozusagen eine Möglichkeit der Lösung, die mit allen
Aktivierungsfunktionen funktionieren. Und zwar sicher und optimal. Und genau das müssen wir jetzt noch anpassen. So, also, was machen wir jetzt? Wir gucken uns mal genau an, was wir hier eigentlich gemacht haben. Wir haben die Identitätsfunktion ja als Aktivierungsfunktion genommen. Und wir haben gesagt, wenn ich jetzt mein Ausgangssignal vergrößern möchte, gehe ich mit meinem Eingangssignal einfach nach rechts. Warum? Weil die Identitätsfunktion stetig steigt. Und zwar mit dem Steigungsfaktor 1. Und der steckt genau da drin. Unsichtbar sozusagen. Ja? Und der ist immer positiv. Und was der Witz an der ganzen Geschichte ist, wenn ich jetzt 1 Zentimeter nach rechts gehe, steigt meine Identitätsfunktionsausgabeinformation auch um 1 Zentimeter, wenn ich denn in Zentimetern argumentieren würde. So, und deswegen ist hier die 1 drin. Und wenn ich jetzt irgendeine Funktion habe, egal ob sie nur steigt oder auch fällt oder was auch immer macht, dann kann ich das so nicht mehr ansetzen, weil sozusagen, schauen wir uns mal die Sigmoid-Funktion an, die steigt nicht immer mit dem gleichen Steigungsfaktor, sondern der ist überall anders. Jetzt kann ich aber sagen, ja Moment, dann kann ich ja eventuell mit der Ableitung arbeiten. Wer den Begriff Ableiten oder Differenzieren nicht kennt oder nicht mehr so genau kennt, ich hänge jetzt oben mal ein kleines Video rein, wo das nochmal etwas genauer erklärt wird. Und dann könnt ihr nochmal gucken, wovon ich hier eigentlich spreche. Für die, die sich jetzt diese Arbeit nicht machen wollen, Ableitung ist einfach nur die Steigung an der Stelle, an der ich gerade bin. Das sind im Prinzip die grünen Pfeile für den Punkt, wo eben der grüne Pfeil die blaue Linie berührt. So, und das heißt, dass meine Ableitung jetzt ganz einfach auch hingeschrieben werden kann, indem ich jetzt einfach sage, anstatt der 1 nehme ich jetzt einfach die Ableitung an der Position des Eingangssignals meiner Aktivierungsfunktion. Ja, f von x', das ist die Ableitung. So, und jetzt kann man sagen, okay, das kann ich programmieren. Und das ist in der Tat so. Das kann ich in der Tat umsetzen. Ich kann jetzt sagen, ich kann meinen Fehler berechnen. Das ist einfach das Delta vom Erwartungswert. Ich kann die an der Position, an der ich jetzt mit meinem Eingangssignal in meine Sigmoid-Funktion reingehe, kann ich die Ableitung bestimmen. Und ich kann es multiplizieren mit dem Wert, der in meine Kante reinkommt. Da muss ich jetzt noch einen kleinen Disclaimer dranhängen. Dieses x ist jetzt nicht das gewichtete x, sondern das, was in die Kante reingeht. Ja? Und das wäre, wenn vorne ein Neuron dran wäre, das Ausgangssignal des Neurons vor der Multiplikation mit meinem Delta. Ja? Aber das werden wir im Code dann gleich nochmal sehen. So, und jetzt kann man aber wieder sagen, ja Moment, ich will ja eigentlich die Verlustfunktion optimieren. Und die sah ja so aus. Ja, also die Verlustfunktion war ein halb, so wie wir es angesetzt haben, es gibt andere auch, ein halb mal das Delta, der Fehler oder Delta A, wie auch immer man es nennt, im Quadrat. Das Quadrat haben wir gemacht, um diese Aufhebungseffekte zu vermeiden. So, was machen wir jetzt damit? Jetzt kann ich nur sagen, ja, take it, so ist es nun mal. Oder man kann das Ganze jetzt nochmal mathematisch aufdröseln. Und ich will das jetzt nicht in das kleinste Detail auflösen, sondern ich verlinke unten in der Videobeschreibung einfach mal eine Herleitung, die ich ganz gut fand, über eben die Ableitung der verschiedenen Kanten. Und was ich jetzt hier nochmal geben will, ist eine kleine Idee, warum die das so machen. Ja, einfach um euch auf die richtige Spur zu setzen, wenn ihr sowas anguckt. Ihr sagt, nö, ich vertraue da dem Video und unten diese Formel für Delta W0 neu, die übernehme ich einfach. Auch gut, auch schön. Aber wie gesagt, der Vollständigkeit halber mache ich das mal ganz kurz. Und zwar, wer sich dieses Ableitungsvideo angeguckt hat, weiß ja, dass ich mit Hilfe der Ableitung das Minimum finden kann. Und was wir machen wollen, ist ja, die Verlustfunktion zu minimieren, auf den Minimalpunkt zu führen. Und ja, das heißt, ich kann jetzt Folgendes tun. Ich trage jetzt hier einfach mal die Funktion meines Neurons ein, anstatt dem a, das werden wir gleich brauchen. Und ich sage jetzt einfach, diese Funktion, das ist jetzt die Verlustfunktion und die leite ich ab. Und die Ableitung würde jetzt nach der Kettenregel so aussehen. Ja? Also ich leite erstmal
die Klammer ab, ein halb Klammer hoch 2, und das würde eben nur die Klammer werden, mal die innere Ableitung, und das wäre jetzt a Dach minus f von w und das abgeleitet. Und hier kann ich die Summenregel anwenden und Konstanten leiten sich zu 0 ab und das heißt, es bleibt jetzt nur noch minus fw' übrig. Und das heißt, die Ableitung der Verlustfunktion ist a Dach minus mein Ausgangswert, und das ist der Fehler, mal minus f von w'. Und das wäre jetzt e' von w ist minus e von w, also sozusagen meine Fehlerfunktion, also nicht Verlust, sondern die Fehlerfunktion, mal f' von w. Warum geht es in die gegengesetzte Richtung? Ja, weil ich immer entgegen der Steigung laufen muss, um das Optimum zu finden. Ja? Und dieses Negative haben wir jetzt unten bei unserem Delta W durch die Subtraktion, aber das haben wir vorhin etwas genauer hergeleitet. Da muss ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. So, entscheidend ist jetzt, dass wir hier auch sehen, aha, die Ableitung, die brauche ich. Ohne die Ableitung geht es nicht. Und wenn ich eben sozusagen den Fehler mit der Ableitung multipliziere, gehe ich in die negative Richtung oder in die gegengesetzte Richtung meiner Steigung und dann finde ich automatisch das Minimum. So, ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen mathematische Taschenspielerei. Und wer da jetzt nicht mehr folgen kann, der guckt sich es entweder in aller Ruhe an oder sagt einfach, hey, ich vertraue der Literatur und setze eben meine Formel genauso an, wie es unten steht und gut ist. Okay. Jetzt möchte ich nochmal eine kleine grafische Herleitung machen. Die brauchen wir jetzt an der Stelle nochmal. Und diese grafische Herleitung, die mache ich jetzt einfach so, dass ich ein Koordinatensystem habe mit der Verlustfunktion. Und das ist jetzt irgendeine Funktion. Ich habe mir jetzt irgendeine überlegt. Das ist jetzt keine reale, aber für die Erklärung ist es okay. Und die schreibe ich jetzt über meinen kleinen w, also über mein Gewicht. Und mein Ziel ist es ja, diese Verlustfunktion zu optimieren. Und das Einzige, was ich einstellen kann, ist das Gewicht. Mehr habe ich ja nicht. Das sind meine Parameter. Und angenommen, ich habe jetzt irgendein Gewicht zum Zeitpunkt t oder Iterationsschritt t und ich setze es ein und dann würde jetzt meine Verlustfunktion ausspucken, hier an der Stelle bist du. Und denke ich mir, das ist durchaus noch eine Ecke von diesem Minimum entfernt. Und ja, das ist richtig. Das heißt, ich muss jetzt mein W irgendwie so einstellen, dass ich zu diesem globalen Minimum komme. Global deswegen, weil ich unterstelle jetzt einfach mal, das ist der tiefste Punkt, den meine Verlustfunktion hier über die gesamte Bandbreite von W erreicht. Da möchte ich hin. Das ist der kleinste Fehler, den ich sozusagen erzeugen kann mit meinem neuronalen Netz. So, und jetzt kommt die zentrale Frage. Nach links oder nach rechts. Und da brauche ich eben diese Ableitung, weil die sagt mir, in welche Richtung ich gehen soll. So, formelmäßig sieht es so aus. Es ist die Formel von vorher. Ich möchte quasi mein w von t neu berechnen in ein w von t plus 1. Jetzt kann man sagen, gut, t ist es nicht t, sondern es sind Iterationsschritte, aber egal, die werden auch in einer gewissen Zeit gemacht. So, wie mache ich das? Ich nehme mein aktuelles w von t, also ich habe jetzt hier die Kante w0 genommen, also w0 von t, plus den Fehler, den habe ich jetzt hier mal Delta A genannt und nicht e, einfach um nochmal klar zu machen, dass wir hier unseren Fehler einfach durch a Dach, also Sollwert minus dem Ausgangswert dieses Neurons berechnen. Und das ist ein Delta. Man kann aber auch e hinschreiben. So, mal der Ableitung, und das ist die Ableitung der Aktivierungsfunktion an der aktuellen Position x, und das ist wiederum der Eingangswert in diese Kante von der Kante 0, die wir gerade berechnen, also x0 mal dem aktuellen Gewichtswert w0 von t. Das ist die Position, wo wir die Ableitung bestimmen wollen. So, mal x0. x0 ist der Wert, der in die Kante reingeht, also vor der Multiplikation mit dem Gewicht, mal dem Beta. So, und dass dieser ganze Term, der hier addiert wird, das ist quasi ein gewisser Bereich, also ein Wert, ein Delta, der zu unserem W von t hinzugezählt wird. Ja? Wir gehen nach rechts.
Achtung, die Ableitung, die wir oben sehen, ist nicht die Ableitung der Fehlerfunktion, sondern die Ableitung der Aktivierungsfunktion. Ja? Und in unserem fiktiven Beispiel wäre die halt jetzt hier an der Stelle so, dass wir nach rechts gehen müssten, sprich eine positive Ableitung. So, ja, wenn ich das Ganze jetzt nochmal machen würde, dann würde ich halt irgendwie hier im Minimum reinkommen. Und klar, es ist eher unwahrscheinlich, dass ich zufällig genau in dieses globale Minimum reintreffe. Ich kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, indem ich mein Beta einfach kleiner mache, also in kleineren Schritten dahin wandere. Das bedeutet aber auch, dass ich häufiger rechnen muss. Schauen wir uns das mal an. Was ist, wenn mein Beta zu groß ist? Und zwar, ich starte hier wieder bei diesem W und ich gehe jetzt zu weit nach rechts. Dann lande ich hier. Und dann gehe ich zu weit nach links, wieder zu weit nach rechts, zu weit nach links und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier ein total chaotisches System und mein Ausgangswert von meinem neuronalen Netz ist irgendwie überhaupt nicht interpretierbar. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Und das ist immer so ein Hinweis dafür, dass mein Beta zu groß ist. Also wenn wir irgendwann mal nicht sauber in einen Wert, in ein Optimum reinlaufen. Also wenn unsere Lernergebnisse irgendwie grottig bleiben, dann ist eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass mein Beta einfach zu klein, sorry, zu groß gewählt wurde. Und dann müssen wir es einfach kleiner machen. Aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht zu klein wählen, weil wenn es zu klein ist, dann dauert es wieder ewig, bis ich an ein Ergebnis komme. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass wir bei einem ausgewachsenen neuronalen Netz nicht nur drei Gewichte haben, wie in unserem einfachen Beispiel jetzt, sondern zigtausende Gewichte. Und die müssen halt immer und immer wieder durchgerechnet werden. Und das wäre dann wirklich, wenn es wirklich viel zu klein ist, mein Beta, eben einfach eine sehr, sehr zeitaufwendige Sache, bis ich da zum sinnvollen Ergebnis komme. Ja, dann rechnen wir das spaßeshalber mal durch. Ich habe jetzt mal ein paar neue Gewichtswerte genommen. W0 ist 0,5. Das Gewicht von der Kante W1 ist 1 und meine Kante vom Bias-Neuron, er hat das Gewicht 0,4. Die Eingangssignale nehmen wir einfach mal 1, 0. Und dadurch wird jetzt der Wert von der über die Kante von meinem X1-Eingang kommt, zu 0, weil 0 mal irgendein Gewicht gibt 0. Fertig. Ja, das heißt, das müssen wir jetzt für diese Rechnung gar nicht weiter betrachten. Das heißt, wir brauchen nur als Eingangswert für unsere Sigmoid-Funktion 0,5 mal Eingangswert 1 gibt 0,5 und 0,4 mal den Bias-Wert 1 gibt 0,4, macht 0,9. Das heißt, mein Sigmoid von diesen Werten, sprich von 0,9, kann man durchtippen, ist dann 0,71 gerundet. Gut, jetzt kann ich meinen Fehler berechnen. Das ist 1 minus 0,71 ist 0,29. Das ist mein Fehlerbetrag, der sozusagen mein Ausgangsneuron von dem Erwartungswert 1 unterscheiden lässt. Gut, als nächstes brauchen wir die Ableitung. Und die Ableitung an dieser Position ist 0,21. Das sieht jetzt hier ein bisschen ja, steiler aus, als es eigentlich ist. Es liegt schlichtweg daran, dass ich meine Y-Achse nach oben gestreckt habe, damit das Bild einfach ein bisschen prägnanter ist. Das heißt, in Wahrheit ist diese Sigmoid-Funktion sehr viel flacher. Es ist tatsächlich so, dass die steilste Steigung von der Sigmoid-Funktion 0,25 ist. Ja, und deswegen ist es einigermaßen nachvollziehbar, dass wir jetzt hier auf der, also quasi abweichend von diesem Nullpunkt, entsprechend dann drunter liegen müssen. So, das heißt, mein Sigmoid von 0,9, also die Ableitung von Sigmoid von 0,9 ist 0,21. So, und jetzt können wir wieder unser neues Gewicht berechnen. Also mein W0 neu, also mein neues Gewicht an der Kante W0 oder T plus 1, wie auch immer man es nennt, ist gleich mein altes Gewicht, also 0,5, damit sind wir reingegangen, plus 0,29, also mein Delta A mal 0,21, das ist die Ableitung meiner Funktion an genau dieser Position, das war ja diese 0,9, mal, und jetzt kommt das Eingangssignal auf die Kante, und das war die 1, ja, mal Beta, und wenn ich jetzt Beta, sagen wir 0,5 wähle, dann komme ich hier auf 0,5 plus 0,03045 und
Das gibt dann 0,53045. Das heißt, wir haben unser Gewicht auf der Kante 0 von 0,5 auf 0,53045 geändert. Also wir haben es erhöht. So, und jetzt kann ich das wieder machen und wieder und wieder. Und irgendwann komme ich eben auf einen Bereich, wo es eben optimal ist. Und je nach Struktur meines Netzes komme ich halt wirklich zu einem Minimum. Oder wie wir es beim Oder-Gatter ein bisschen gesehen haben, da könnte ich quasi unendlich weiterrechnen und die Gewichte werden immer größer werden und der Fehler immer kleiner. Aber irgendwann muss ich sagen, das langt mir an Genauigkeit. Je nachdem, was für ein Netz ich habe. Aber das wäre jetzt die, ja, in Zahlenbeispielen die Delta-Lernregeln, die wir jetzt programmieren müssen. Dazu müssen wir jetzt erstmal unser Interface für unsere Aktivierungsfunktion anpassen, und zwar um die Ableitung. Ich habe es jetzt einfach d nach dx genannt oder ddx. Ja, das ist eigentlich alles. Jetzt müssen wir das auch implementieren. Fangen wir mal mit der Identity an. Die Ableitung von x ist 1. Ja, also ist meine d nach dx ist einfach die 1. Ich bekomme schlichtweg platt die 1 zurück. Für die Sigmoid-Funktion ist die Ableitung f von x mal 1 minus f von x. Also Sigmoid mal 1 minus Sigmoid ist die Ableitung der Sigmoid-Funktion. Man kann es auch explizit mit den e hoch minus x und e hoch x schreiben, spare ich mir jetzt, weil der Code damit einfach sehr viel einfacher ist. Also genau das gebe ich zurück und damit habe ich die Ableitung der Sigmoid-Funktion realisiert. Tangens Hyperbolicus ist die Ableitung 1 minus Tangens Hyperbolicus im Quadrat. Dann schreiben wir das einfach rein und gut ist. Und es ist so, wenn wir jetzt kompliziertere Funktionen machen, ihr müsst nicht ableiten können, weil ihr guckt es nach und programmiert es einfach rein, fertig. Wichtig ist mir hier an der Stelle lediglich, dass ihr wisst, warum die Ableitung sinnvoll ist. Darum geht es. Ja? Wie die Ableitung dann aussieht, nachgucken, reinprogrammieren, fertig. Die ReLU sieht ein bisschen komplizierter aus, die ist nicht stetig ableitbar und insofern muss ich sagen, abschnittsweise für x kleiner gleich 0 ist die Ableitung 0, weil sie ja waagerecht ist und danach ist es das gleiche wie die Identity-Funktion, nämlich die 1. So, damit haben wir die ReLU auch von der Ableitung her abgebildet. Insofern sind wir durch und können das Ganze jetzt in unser Gesamtkonzept einbauen. Wir beginnen beim Worker-Neuron und dort ergänzen wir gleich was, und zwar das x, also die Summe der Eingangswerte, der gewichteten Eingangswerte, also das, was in unsere Aktivierungsfunktion reingeht. Das brauchen wir, um die Position der Ableitung zu bestimmen. Ja, weil wir haben ja gesagt, wir brauchen an der aktuellen Position die Steigung und dafür brauchen wir das. Das heißt, das müssen wir jetzt hier, ich habe es jetzt einfach mal als eigene Variable hier hinterlegt. Und bis jetzt haben wir das ja in Calc A berechnet, aber das müssen wir jetzt in der eigenen Methode auslagern. Und das machen wir genau hier. Ich habe das mal Calc X genannt. Und es ist genau das Gleiche, was wir jetzt gerade noch so halb unten sehen in der Calc-A-Methode. Das heißt, ich habe es von dort einfach nach oben gezogen in der eigenen Methode, damit ich das persistieren kann, also abspeichern kann. Und hier in Calc-A, das passe ich jetzt einfach so an, dass ich einfach nur diese neue Methode aufrufe, sodass mein x hier berechnet wird in dieser neuen Instanzvariablen und dann kann ich es hier ganz normal aufrufen. Also wir bauen uns eine eigene Methode, also die Delta-Lernregel-Methode. Und was kriegen wir hier? Wir kriegen als Parameter unser Delta. Das berechnen wir momentan noch außerhalb. Das werden wir später auch persistieren, weil wir das dann bei der Backpropagation-Regel öfter mal brauchen. Aber jetzt holen wir uns erstmal über einen Parameter rein. Innen drin ist eine Schleife, in der wir jetzt alle Connections abklappern. Ja, das war die Idee, dass wir von der Connection jeweils das Gewicht anpassen. Und hier holen wir uns ja diesen Eingang in die Connection, also das ist sozusagen vom vorausgehenden Neuron des A oder aus Sicht der Connection dann der Eingangswert x. Wieder diese Problematik mit den unterschiedlichen Buchstaben. Beim einen ist es der Eingang, beim anderen der Ausgang. So, und diesen Wert multiplizieren wir jetzt mit einem Faktor.
Diesen Faktor können wir außerhalb der Schleife berechnen, weil der ist für jedes Gewicht identisch. Das Einzige, was sich pro Gewicht ändert, ist ja dieser Eingangswert, der in diese Connection reingeht. So, und hier brauchen wir jetzt erstmal das Beta. Beta war ja die Lernschrittgröße oder Lerngeschwindigkeit und den hole ich mir jetzt einfach hier über die Parameterliste rein. Für die ersten Ansätze unserer Netze werden wir das Beta immer gleich belassen und wir können dann später das auch mal ein bisschen anpassen, dass wir vielleicht anfangs im größeren Beta arbeiten und später mit dem kleineren. Aber da kommen wir dann über die Optimierung dann auf jeden Fall nochmal dann drauf zu sprechen. Dann holen wir uns unsere Steigung. Das war eben von der Aktivierungsfunktion die Ableitung an der Position x. Und genau das haben wir ja hier an der Stelle über Calc x dann realisiert, dass wir es eben auch persistiert haben und hier ganz einfach drauf zugreifen können. Und dadurch müssen wir es nicht ständig neu berechnen. Als nächstes müssen wir in die Connection gehen und unsere Anpassungsmethode realisieren. Dieses Move Weight habe ich das jetzt einfach geschrieben, weil ich unser Gewicht eben im Koordinatensystem hin und her schiebe. Und das ist genau diese Veränderung, also Weight plus ist gleich, also das Gewicht ist gleich das Gewicht plus mein Delta. Und das hole ich mir einfach über den Parameter rein. Dann gehen wir in das eigentliche neuronale Netz. Dort müssen wir ja diese Delta-Lernregel entsprechend aufrufen für alle unsere Neuronen. Und hier hole ich mir jetzt auch von außen das Beta, die Lernschrittweite. Dann die Sollwerte, das sind unsere Referenzdaten und wir haben momentan ja nur ein Ausgangsneuron. Also brauche ich auch nur für jeden Aufruf einen einzelnen Wert. Wenn ich mehrere Ausgangsneuronen hätte, dann brauche ich ja mehrere Erwartungswerte. Ja, das heißt, ich habe hier oben als Parameter ein Array realisiert, weil ich eben, wie gesagt, es für spätere Funktionalitäten auch nutzen möchte. Für unser ganz billiges Oder-Gatter hätte jetzt eine eigene einzelne Zahl auch getan, aber wie gesagt, wir bleiben hier offen und wir übergeben jetzt hier für unser Oder-Gatter einfach nur ein Array mit einem einzelnen Wert. Dann prüfen wir nochmal, ob die Länge des Arrays auch wirklich der Länge unserer Output-Neuronen entspricht. Muss es ja sein. Wenn nicht, dann schmeißen wir eine Fehlermeldung. Als nächstes prüfe ich noch, ob wir auch wirklich ein einfaches, flaches neuronales Netzwerk haben, weil diese Regel, die wir hier haben, die funktioniert ausschließlich bei neuronalen Netzen ohne Hiddenschicht. Es liegt schlichtweg daran, dass wir unser Delta A nur dort berechnen können, weil nur für die Output-Neuronen habe ich einen erwarteten Ausgabewert, nämlich das, was eben unser Oder-Gatter für den gesetzten Eingang ausgeben muss. Ja, und deswegen kann ich das momentan nur bei Netzen ohne Hidden Layer machen. Das werden wir im nächsten Video fixen, dieses Problem. Dort werden wir uns dann den Algorithmus so weit ergänzen, dass er eben auch für Hidden Layer funktioniert. Und das wäre dann dieser berühmt-berüchtigte Backpropagation-Algorithmus. Aber wie gesagt, das kommt im nächsten Video. Nun gehe ich jetzt alle Output-Neuronen durch. Gut, in unserem einfachen Fall wird diese Schleife nur einmal durchlaufen. Und hier erzeuge ich jetzt mein Delta. Das ist das Delta. Also ich ziehe jetzt meinen Erwartungswert. In dem Fall, wenn ich jetzt meine Eingangswerte 0, 1 habe, ist der Erwartungswert 1 minus das, was von meinem Output-Neuron als Ausgang rauskommt. Das ist das, was wir uns vorhin eben auch als Grafik schon mal angeguckt haben. Und dann rufe ich jetzt einfach den Lernalgorithmus pro Output-Neuron auf. Und das war's. Eigentlich damit haben wir unser neuronales Netz so weit aufgerüstet, dass es auch lernen kann. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch in unser Hauptprogramm einbauen. Das hat sich jetzt erstmal von der Grundstruktur nicht geändert. Was ich jetzt dazu gepackt habe, ist die Gewichte, gut, die hat man vorher auch schon, aber die setze ich jetzt auf einen Zufallswert. Und das wird bei großen neuronalen Netzen tatsächlich auch wirklich mit random gemacht. Also ich habe jetzt einfach mal dreimal die 1 genommen, dass das Ganze eben ja wiederholbar ist. Aber es ist durchaus üblich, dass man da einfach sagt, hey, ich
hol mir irgendeinen Wert zwischen 0 und 1, irgendeinen Zufallswert, fertig. Und auf der Basis geht es dann weiter. 0 macht man ungern, weil 0 ja alles dunkel tastet und man damit eben auch keine Lernerfolge mehr erzielen kann. Und wir nehmen jetzt einfach hier dreimal die 1, um damit eben zu beginnen. Dann haben wir hier die Eingangskombinationen. Das sind vier verschiedene Kombinationen, also 00, 01, 1, 0, 1. Das sind im Prinzip die linken beiden Spalten unserer Wertetabelle. Und hier haben wir jetzt die Ausgangswerte. Das ist die rechte Spalte. Das heißt, diese beiden Arrays, Ref und Input, ist nichts anderes wie eine programmatische Darstellung dieser Wertetabelle. Und das ist genau das, was wir dann zum Lernen brauchen, dass wir eben Eingangswerte und erwartete Ausgangswerte hier anlegen. Unser Beta, die Lernschrittgröße, setze ich hier jetzt mal auf 1. Das ist sehr groß, aber für den Anfang reicht es und wir werden dann gleich auch sehen, dass wir da ein bisschen rumspielen müssen, wenn wir die Aktivierungsfunktion austauschen. Ja, und die Epochen habe ich jetzt mal auf 50 gesetzt. Das ist relativ viel, aber das ist hier für unser Anfangsproblem oder für unser Anfangsprogramm ganz gut. Und wir werden sehen, dass wir sogar noch höher gehen müssen. Aber bei ausgewachsenen neuronalen Netzen wäre das jetzt schon relativ viel, dass wir eine Lern- oder eine Input-Kombination so oft durcheiern müssen. Bei richtigen neuronalen Netzen haben wir einfach mehr Eingangskombinationen, nicht nur hier wie in unserem Fall vier Eingangskombinationen, sondern da gibt es dann 10.000 verschiedene Eingangsinformationen und daher kommt dann eben die Anzahl der Durchläufe. Und die simulieren wir jetzt hier einfach, oder was heißt simulieren? Die müssen wir jetzt hier einfach durch eine sehr hohe Epochenanzahl realisieren. Gut, dann gehen wir alle Eingangskombinationen durch. Über eine Schleife, das waren ja, die läuft jetzt viermal durch und rufen dann auch viermal mit den zugehörigen Ausgangserwartungswerten die Lernregel auf. Und am Schluss sagen wir einfach mal, wir geben jetzt hier unser Ergebnis aus, also wir geben hier die Eingangsgrößen und dann das, was unser neuronales Netz an Ausgangswert berechnet hat. Und das wäre jetzt idealerweise genau das, was wir rechts unten in der Tabelle sehen. Und wir werden sehen, dass das jetzt nicht immer ganz genau ist, ja, weil wir ja eben aufgrund dieser Sigmoid-Funktion auch nie exakt auf 1 kommen und da werden wir einfach auch Fehler machen. Aber das werden wir dann gleich sehen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in den Code und schauen mal, wie das dort so funktioniert. Gut, im Code, wie gesagt, hier unsere drei Gewichte, jeweils auf 1. Wir haben die Erwartungswerte 0, 1, 1, 1 bei den Standardeingangswerten von 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, sprich das Oder-Gatter. Unser Beta ist 1, wie gesagt, recht hoch, aber da werden wir nachher noch ein bisschen rumdrehen und wir wollen 50 Epochen rechnen. Okay, dann lassen wir es mal laufen. Und wie wir sehen, also ja, es ist jetzt nicht berauschend, aber es ist schon mal okay. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, wir wären digital, also wir würden auf die erste oder auf 0 Nachkommastellen runden, dann wäre das hier 0, 0,8 gerundet wäre 1, 0,8 gerundet wäre 1 und 0,9 gerundet wäre auch 1. So, das heißt, das funktioniert. Jetzt drehen wir mal unsere Epochen ein bisschen hoch und schauen mal, was hier passiert. Und dann sehen wir, boah, das sieht schon mal etwas besser aus. Lassen wir uns noch mal kurz die Gewichte anzeigen. Dazu gehen wir jetzt mal in unser Worker-Neuron und machen public void print weights. Das heißt, wir gehen einfach mal durch und sagen for connection c Connections. Das heißt, wir gehen durch alle Connections durch und lassen uns ausgeben pro Connection die Gewichte. Lassen wir es nochmal laufen. Halt, aufrufen müssen wir es vielleicht noch. Das machen wir hier, nachdem unsere Ergebnisse ausgegeben werden. Also unser Output-Neuron, Print Weights. So, dann sehen wir, wir haben hier ja, 3,3 minus 1,4. Da sehen wir schon, das ist jetzt ungefähr in einem Bereich, wo wir sagen, ja, in unserem Graphen, was wir gesehen haben, nicht ganz so optimal. Und deswegen sind auch die Ergebniswerte nicht ganz so doll. Ja. Wenn wir jetzt mal richtig Gas geben mit den Epochen
und schauen uns das an, dann wird schon langsam besser. Also wir sind hier bei 0,08, das ist okay, 0,9, 0,9. Ja, das landet man schon langsam in einem sinnvollen Bereich. Und wenn wir jetzt hier richtig oft das Ganze durcheiern, dann liegen wir hier ja durchaus sehr viel besser. Landen wir hier schon langsam bei minus 3. Die Gewichte hier sind bei 6,2. Das ist dann schon ein Bereich, wo man sagen können, das ist okay. Gut, jetzt probieren wir mal andere Aktivierungsfunktionen, beispielsweise den Tangens Hyperbolicus. Lassen wir den mal laufen. Der sieht sehr viel besser aus. Wir haben hier ja, 0,000 irgendwas, hier 0,988 jeweils. Also wir sind hier sehr viel näher am eigentlichen Ergebnis. Und was auch ganz spannend ist, unser Gewicht W2 ist fast 0. Also wir brauchen hier keinen Bias. Und das haben wir damals ja gesehen, als wir uns die Sigmoid-Funktion angeguckt haben. Die ist bei dem Eingangswert 0 einhalb. Und genau dieses einhalb mussten wir durch diese Verschiebung des Koordinatensystems um den Bias ja irgendwie rauskriegen. Und beim Tangens Hyperbolicus brauche ich das nicht, weil wenn wir ein Eingangssignal oder ein Ausgangssignal 0 brauchen, dann kriegen wir das ohne Probleme beim Eingangssignal 0 hin, weil Tangens Hyperbolicus durch den Ursprung geht. Ja, wer da, wenn es zu schnell geht, einfach nochmal in die entsprechenden Videos reingucken, wo ich den Tangens Hyperbolicus erkläre. So, ja, wir könnten hier tatsächlich mit weniger Epochen zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Also das ist wunderbar. Jetzt schauen wir uns mal die nächste an, die Ident. Ja? Und lassen wir den mal laufen. Und hier kommt ein totaler Quatsch raus. Und das deutet immer so ein bisschen darauf hin, dass unser Beta zu groß ist. Dass wir hier irgendwo im Chaos landen. Machen wir mal 0,1, ob wir da bessere Werte haben. Und ja. Also nicht super cool, aber schon besser. 0,05. Machen wir das mal. Ja, also das wäre jetzt zumindest, wenn wir jetzt runden würden, in einem Bereich, wo man sagen könnte, ist es kein totaler Quatsch, sondern das ist an der Stelle irgendwie ja, sinnvoller. Dann gucken wir mal die Relu an. Die wird relativ gerne genommen. Und da sehen wir ungefähr ein ähnliches Ergebnis. Gehen wir hier nochmal auf 1000. Durchgänge und ja, hat sich jetzt nicht groß verändert. Wie gesagt, die Anzahl der Epochen drehen wir jetzt bei dem Oder-Gatter deswegen so hoch, weil wir eben so wenig Eingangswerte-Kombinationen haben. Ja? Und deswegen müssen wir einfach sehr viel häufiger rechnen. Okay, gehen wir wieder zurück auf den Sigmoid. Machen wieder unsere 100. Unser Beta setzen wir wieder auf 1. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir machen jetzt hier anstatt einem Oder-Gatter ein Und-Gatter. Ein Und muss ja bei 0,1 auch die 0 ausgeben und bei 1,0 auch die 0. Und nur bei Eingangswerten 1,1 muss die 1 rauskommen. Das heißt, wir haben jetzt lediglich die Kombination der Erwartungswerte geändert. Ansonsten habe ich ja nichts gemacht. Das ist genau das gleiche wie vorher auch, genau die gleiche Funktionalität, genau das gleiche neuronale Netz. Und wenn ich jetzt hier auf Play drücke, sehen wir hier, dass wir tatsächlich ein Und-Verhalten haben. Wir haben hier, wenn wir auf 0 Nachkommastellen runden, habe ich hier 0 bei Eingangswerten 0,00. Bei den Eingangswerten 0,1 habe ich auch wieder 0 abgerundet. Bei 1,0 habe ich auch wieder 0 abgerundet. Und bei 1,1 würde ich jetzt auf 1 aufrunden. Wenn wir jetzt hier unsere Epochen hochdrehen, dann sind wir hier sehr viel näher bei sinnvollen Werten. Ja? Also wir sehen hier unsere Wertekombination der Gewichte für ein Oder-Gatter ist 4,7, 4,7 minus 7,1. Ja, und ein Oder-Gatter, sorry, ein Oder-Gatter wäre hier die Wertekombination 5, 5 und minus 2,4. Also nur durch die Anpassung der Erwartungswerte lernt sozusagen das neuronale Netz, wie es sich verhalten soll. So, dann probieren wir hier auch nochmal die anderen aus. Tangens Hyperbolicus. Und ja, da kommen wir jetzt nicht so wirklich schön hin. Also das ist ein Quatsch, das ist nicht schön. Wir können versuchen, nochmal mit einem kleineren Beta zu arbeiten. Aber ja, ist jetzt auf jeden Fall mal ein besseres Ergebnis. Aber beim Runden wird es funktionieren, aber ist es ist nicht wirklich, ja, da ist der
Der Sigmoid ist sehr viel besser. Probieren wir noch schnell die anderen. Also ident, da drehen wir jetzt wieder unser Beta runter. So, halt. Ident. Ja, auch wenn wir das entsprechend runden, wäre okay. Also ich sag mal, binär könnte man damit arbeiten. Und schauen wir mal Relu an. Und ja, das sieht auf jeden Fall sehr viel besser aus. Also Relu würde jetzt wahrscheinlich mit 100 Epochen auch schon ein sehr gutes Ergebnis liefern. Ja, also damit können wir auf jeden Fall leben. So, das war jetzt die, der Beweis, dass wir einfach nur durch die Anpassung unserer Eingangswerte dieses neuronale Netz zum Lernen bewegen können. So, und das Ganze möchten wir jetzt noch ein bisschen so darstellen, dass wir es grafisch realisieren können. Das heißt, dass wir einfach dieses Gradientenabstiegsverhalten grafisch sehen können. Dazu muss ich jetzt aber Folgendes machen. Ich kann ja keine drei Eingangswerte über einem Ausgangswert grafisch darstellen, weil wir eben nur dreidimensional zeichnen können. Das heißt, ich setze jetzt hier, gehen wir nochmal auf den da. Ident wollten wir nicht, wir wollten Sigmoid. So, also beim Sigmoid ungefähr, ja, gehen wir mal auf minus 3. Das ist jetzt mein Wert für N2, bei denen möchte ich jetzt festhalten. Ich möchte nur W0 und W1 lernen lassen und den W3 oder W2, den möchte ich auf minus 3 festhalten, damit ich eben einzig und allein den Effekt des Lernens darstellen kann in meinem Graphen. Dass es funktioniert, dass er eben mein Gewicht für mein W2 auch anpasst, haben wir jetzt gerade bewiesen. Und jetzt machen wir einfach Folgendes in dieser Delta-Lernregel. Int i ist gleich 0. Na. If i plus plus kleiner 2. Und wenn das der Fall ist, dann bitte das Gewicht bewegen, also anpassen. Ansonsten bitte nicht. Das heißt, damit fasse ich jetzt nur oder passe ich nur W0 und W1 an und W2 wird festgehalten. Wie gesagt, ich mache es einzig und allein, dass unser Graph genau das anzeigt, was unser neuronales Netz wirklich macht. Und wenn wir das jetzt laufen lassen, sehen wir hier, ist mein W2 festgehalten auf 3 und nur die werden durchiteriert, bis wir einen sinnvollen Wert haben. So, das heißt, was wir jetzt machen ist, wir schauen uns ein paar Graphen an. Einmal für das Oder, einmal für das und mit unterschiedlichen Startwerten. Das passen wir so an, dass wir ja einigermaßen sinnvollen Wert haben bei und bei Oder. Bei Oder mache ich es ein minus 3, bei und glaube ich minus 6 ist ganz gut. Dann passen wir unser Beta an und unser unsere Lernschrittweite. Fangen wir mal bei 100 an und dann werden wir sehen, ob wir vielleicht noch eine etwas häufigere oder ob die Anzahl der Epochen etwas höher sein muss. Aber das werden wir jetzt gleich in den Graphen sehen. Und wie gesagt, lasse ich einfach nur hier mit diesem Programm durchlaufen. Ich logge halt die Werte mit für die Gewichte, so dass ich sie eben grafisch dann auch im Griff habe. Das ist jetzt wieder die Grafik von Anna, also der Graph, dieses blaue. Und in rot bis gelb habe ich jetzt eingezeichnet, wie unsere Trajektorie verläuft. Die beginnt hier bei W0 gleich 1 und W1 gleich 1 und endet jetzt bei 50 Epochen, hier sowas bei 4,82 für W0 und W1. Die Farbe hat Folgendes zu bedeuten. Ich gehe jetzt einfach in gleichmäßigen Schritten von Rot nach Gelb und dann kann man eben ungefähr sehen, wie schnell man jetzt hier eben durchwandert. Schauen wir uns das nochmal von allen drei oder von allen Seiten an. Da sehen wir, dass wir relativ schnell von oben nach unten durchrutschen und dann unten dauert es eine gewisse Zeit oder verharren wir relativ lang, weil eben relativ wenig Gelb da ist. Das liegt schlichtweg daran, dass die Kante hier, dieser Abhang sehr steil ist und dadurch, dass wir die Ableitung bei unserer
erweiterten Delta-Lernregel verwenden, die Ableitung ist ja die Steigung, wandern wir bei einer hohen Steigung sehr schnell nach unten und bei einer geringen Steigung eben langsam. Und deswegen bleiben wir relativ langsam unten bei diesem Plateau. Auf Plateaus werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, die werden uns noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten. Jetzt ändere ich einfach mal die Startwerte, minus 5 und minus 1. Das heißt, wir starten hier bei minus 5 und minus 1. Und was wir sehen ist, dass wir hier ja nicht so richtig vom Fleck kommen. Dann schauen wir uns das nochmal von allen Seiten an. Also das ist relativ kurz, diese Kurve. Wir haben schlichtweg zu wenig Epochen. Dadurch, dass wir hier schon relativ flach sind und langsam wegen dem kleinen Wert der Ableitung uns bewegen, passiert da nicht viel. Das heißt, wir ändern jetzt einfach die Anzahl der Epochen mal auf 500 und wir starten wieder hier bei minus 5 und minus 1 und landen jetzt hier relativ sauber in einem ziemlich guten Bereich. Ja? Und das sehen wir dann tatsächlich auch schon, dass wir hier wirklich schön bei den einzelnen Kanten für den steilsten Weg nach unten suchen. Und dann landen wir da eben in diesem Bereich. Der Graph der Verlustfunktion des Undgatters sieht jetzt ein bisschen anders aus. Wir haben hier tatsächlich ein schönes Minimum. Und ich habe jetzt hier einfach mal bei 50 Epochen bin ich hier gestartet bei 1,1 und bei, ja, bei 3,76 für ein W0 und W1 bleibe ich hier stehen. Das W2 habe ich hier bei minus 6 festgehalten. Und ja, da sehen wir hier schön diese Kuhle vom Minimum und wir ja, finden hier auch relativ sauber rein. Ja, das ist schon mal erstmal nicht schlecht. So, jetzt passe ich nochmal die Anfangswerte an. Und zwar gehe ich jetzt hier auf minus 2. Also W0 ist gleich 1, W1 ist minus 2. Und wie wir sehen, bleiben wir hier stehen. Wir bewegen uns fast nicht, also minimal. Und also wir sehen hier in der linken Tabelle, hier bei der grünen, dass unser W0 von T100 bei 1,09 liegt und W1 bei minus 1,90. Also wir haben uns minimalst bewegt und das liegt schlichtweg an dem Plateau. Gucken wir uns das nochmal von hier an. Wir haben hier ein Plateau, das ist fast waagrecht. Und bei einem waagrechten Plateau ist unsere Ableitung 0. Das heißt, wir bewegen uns kaum. Ja, also es ist nicht exakt waagrecht. Das liegt daran, dass die Sigmoid-Funktion ja nie wirklich exakt waagrecht ist. Aber je weiter wir uns hier von dem Ursprung wegbewegen, umso weniger gekrümmt ist der ganze Kram. Und also diese Startwerte, die ich hier genutzt habe mit minus 2, ist jetzt eigentlich nicht üblich. Normalerweise starten wir irgendwo zwischen einem Wert von 0 und 1, also irgendwas zwischen größer 0, kleiner 1. Und dann laufe ich weniger in Gefahr, hier bei solchen Plateaus zu landen. Aber diese Plateaus werden uns tatsächlich noch ein paar Probleme bereiten. Und wir werden in einem zukünftigen Video uns um das Thema Optimierung nochmal kümmern, wie wir da eben aus der Nummer rauskommen. Ich versuche es jetzt einfach mit mehr Epochen. 1000 Epochen, das ist schon mal ein bisschen mehr. Und da sehen wir dann, dass wir hier jetzt bei unserem Startpunkt minus 2 und 1 hier beim Ende bei 4,4 landen. Gucken wir uns das nochmal von allen Richtungen an. Da laufen wir dann endlich doch irgendwie rein in dieses Minimum. Ja. Und wir sehen, die Rotphase ist relativ komprimiert auf dieses Plateau. Das heißt, wir bleiben relativ lange auf dem Plateau und dann irgendwann geht's los und dann rauschen wir da Richtung Minimum runter. Wenn wir jetzt hier in diese Kurve hier reingehen, also mit minus 3 noch ein bisschen weiter weg von dem ursprünglichen minus 2 Wert, aber eben in Richtung Krümmung, dann kann ich eben meine Epochen auch wieder runterdrehen auf 100. Und wie wir sehen, lande ich hier eben entsprechend irgendwo bei 4,9 und 2,56. Ist immer noch nicht optimal, aber ich lande hier tatsächlich in einem einigermaßen sinnvollen Bereich. Das heißt, das sieht man hier nochmal ganz schön, dass wir hier diesen Abhang einfach sauber runterlaufen und dann eben in dieses Minimum rein.
Ja, das wäre jetzt sozusagen die Delta oder streng genommen die erweiterte Delta-Lernregel. Also wenn man es ganz genau nimmt, ist die Delta-Regel ohne die Ableitung und die erweiterte mit der mit der Ableitung. Und ja, damit haben wir eigentlich jetzt schon mal das Wichtigste abgehakt. Wir wissen jetzt, wie wir so einen Computer dazu bringen können, automatisch ein Optimum zu finden. Und ja, das ist eigentlich die Basis für alles Weitere. Es gibt andere Lernregeln auch noch. Es gibt die verschiedensten Optionen, die wir hier eingehen können. Aber auf die muss ich jetzt hier gar nicht eingehen. Entscheidend ist für mich, dass jeder weiß, was eine Lernregel macht und dass wir sie einfach auswählen und anwenden können. Wenn wir dann in anderen, in Keras oder wo auch immer sind und es irgendwie dann konfigurieren können, ist für uns einfach die Info wichtig, aha, es gibt eine Lernregel, die macht ungefähr sowas und welche wir dann verwenden, das muss man dann eben entsprechend in der Doku dann nachlesen. Ja, im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie wir das Ganze mit einer Hiddenschicht auch machen können. Also wie können wir hier eine Hiddenschicht einbauen? Weil das können wir jetzt noch nicht. Der Grund ist ganz einfach der, ich habe hier die Delta-Lernregel ja so angesetzt, dass ich einen Erwartungswert, also das, was hinten rauskommen soll, genommen habe und davon den Ist-Wert abgezogen habe. Ja? Und ich weiß natürlich am Ende von meinem neuronalen Netz, was ich erwarte. Aber in der Mitte, bei irgendwelchen Hiddenschichten, an die ich gar nicht rankomme, weiß ich das nicht. Und da wird es dann eben ein neues Video dann geben für den Backpropagation-Algorithmus, der versucht einfach dieses Problem zu lösen. Also, insofern wie immer dranbleiben und bis zum nächsten Video.